So, zweimal Malzextrakt hinzugefügt. Sehr gut. Zack. Einmal hinstellen. Zweite Dose benutzen wir. So. Sehr gut. Weiß ich gar nicht mehr, wie viel. Wie brauchen wir denn? 10 Gramm. Haben wir ja zum Glück noch eine Packung dahinter stehen, habe ich gerade gesehen, ne? Da wieder aufkochen lassen. Das kocht jetzt ein bisschen. Ja, hier haben wir halt nur 4,64 Liter. Hier passen aber insgesamt 20 Liter ungefähr rein. Ja, also das ist natürlich ein großer Unterschied. Und wir werden wahrscheinlich jetzt gleich gucken, dass wir gegebenenfalls, wenn alles gut funktioniert, schauen wir, dass wir Zitrone reinmachen. Dann haben wir so ein Mixbier. Dann haben wir so ein kleines Ginger Ale Mix irgendwas. So, bei 60 Minuten nehme ich es direkt von Topf. Na. So. Sehr gut. Warten wir kurz ab, bis es auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Alkoholgehalt von 6,3%. Das ist, ich glaube, fast ein normales Bier, oder? Zehn über fünf. 5 ml Hefe. Sehr gut. Wir den erstmal wieder hier hinstellen. Wir Zitrone. 10 Gramm. Das ist jetzt Zitrusnote, Aroma-Zitrusnote und saure Note. Deckel drauf. Dauert einen Tag. Kann ich denn jetzt den Tag auch schlafen? Metallregal, das können wir eigentlich auch hierbei stellen. Ich finde es übrigens mega, dass ich mir die Bude einrichten kann, wie ich das möchte. Also es ist nichts vorgegeben. Ich darf mir alles so hinstellen, wie ich das möchte. Und das finde ich geil. Mega. Ah, hier hinten geht es noch raus. Ach so, ja, hier ist der Parkplatz und so. Wir könnten jetzt öffnen, logischerweise, aber das würde ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil wir. Kann ich denn hier schlafen oder so? Ah, wir können noch die Bewertungen. Irgendeiner wird bestimmt eine schlechte Bewertung dagelassen haben, oder? Keiner. Doch hier. Entsprach nicht meiner Bestellung. Ja, das ist natürlich, Scheiße in dem Moment, wenn das passiert. Aber da müssen wir durch. Ist halt so, ne? Ich finde unsere Bar sehr ansprechend, muss ich wirklich sagen. Können wir denn irgendwo hin? Hier so? Wahrscheinlich nicht, oder? Vielleicht kann man hier Werbung kaufen? Nein, okay. Ich dachte jetzt könnte man hier irgendwo lang gehen. Und so Werbeartikel kaufen oder so, das wäre ja schon cool. Was ist jetzt passiert? Ich war wahrscheinlich zu weit weg.
Shop. Bewertungen. E-Mails. Ich kann nur die Kneipe öffnen und direkt wieder schließen. Dann ist der nächste Tag, oder? May the force be with us. Möge die Macht mit uns sein. Und wieder schließen. Ja, hat jetzt halt $20 gekostet, ne? Strom, Gaswasserscheiße halt. Aufgabe abgeschlossen. Die Wohltätigkeitsveranstaltung war dank dir ein voller Erfolg. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich melde mich demnächst bei dir, sobald ich das Bauteam geregelt habe. Okay. Nice. Ah, hier haben wir es. 3 Tage ist es interessant. Muss ja nicht bearbeitet werden. Ist ja so okay. Wenn es fertig ist, ist es gut. Schon fertig? Anscheinend. Wie viele Liter haben wir denn jetzt? 11,31 Liter. And they've said I can't handle the keg. Stelle ein Fass Bier her, das den Anforderungen entspricht und schicke es über den Schrank für die Lieferung. Was denn? Ach so, wir haben eine neue E-Mail. Ah, okay. Eine zitronige Note haben. Schon wieder? Ah, ne, da. Sie wollen aber zuerst 9 Liter Bier. Okay. Damals haben sie alle Donuts aufgegessen. Etwas Süßes. Vielleicht gilt das auch für den Biergeschmack. Okay. Wir lassen das mal offen. Den Tab und öffnen jetzt erstmal die Kneipe, dass wir mehr Kohle verdienen. Das sehe ich jetzt schon als ziemlich wichtig an. Und, Achso, die kann man nur hier so... Das ist schon... Diese Plates, das ist irgendwie so typisch amerikanisch, glaube ich, oder? Das ist so richtig Ami-Style. Okay, los geht's. Let's get this party started. Hoch, das Glas hat geöffnet. Schnell hinter den Tresen. Erste Glas schon hinstellen. Und den ersten Kunden glücklich machen. Guten Morgen. Ein Ale bitte. Klar, gerne. Ah, Moment. Ich habe noch gar nichts auf der Karte stehen, ne? Bitteschön. Lass dir schmecken. Ist lecker. Nehmen wir schon mal direkt das nächste Glas. Moin. Gerne. Bitte sehr. Geben Sie mir irgendein Bier. Bitte sehr. Lass es dir schmecken. Oh, wir haben schon $7 Trinkgeld, Leute. Of course. Ob es hier auch irgendwann so Stammgäste gibt, die so immer in die Kneipe kommen? Wisst ihr, was ich meine? Das wäre so cool. Hi. Bitteschön, lass es dir schmecken. Das erste Glas schon mal parat stehen. Das erste geht strullern. Of course. Könnt ihr ein bisschen aufpassen, bitte? Noch ein Bierchen, Jung. Gerade strullern gewesen, noch ein Bier, Christe. Bitteschön, lass sie schmecken. Du willst auch eine Eins. Kriegst du. Bitteschön. Schön, wenn die Kunden glücklich sind. Das ist einfach so. Huch. Muss schon ein sauberes Glas sein. Sie wollen auch noch eins. Trinken Sie nicht zu viel. Ich wische mal ganz kurz bei Ihnen ab. So, sehr schön.
Schön, dass wir so fleißige Alkoholiker hier haben. So, 7,3 Liter haben wir noch. Das ist ja schon mal ein guter Schnitt, oder? So. Ich denke, ich wäre ein guter Kneipenchef. Denke ich. So meine Vermutung. Sicher bin ich mir da nicht. Oh. Hoppla. So, ein bisschen Deko hingepackt. Ich dachte, der will noch ein Bierchen. Moin. Ein Bierchen. Wird schön. Lass die schmecken, Jung. Ein Rat. Arbeite mehr, rede weniger. Rede weniger, arbeite mehr. Aber gute Laune, der Kerl. Noch ein Bierchen, Jung. Wünsche ich dir. Lass dir schmecken. Sie wollen irgendein Bier? Kriegen Sie. Bitteschön. Guten Durst. Klar. Bitte sehr. Das nehme ich Ihnen schon mal weg. Of course. Wir wollen ja hier sauber sein. Ne? Wie viel Bier haben wir denn noch? 5,23 Liter. Es läuft ganz gut, würde ich sagen. Wir haben jetzt 28 Dollar Trinkgeld. Knapp 120, glaube ich, eingenommen bis jetzt. Ja, will noch ein Bierchen haben. Ja klar, gerne. Bitteschön. Lass dir schmecken, Jung. Jetzt habe ich auch den Dreh so langsam raus. Ne? Zack. Zack. Und das letzte Glas. Und wie das jetzt von der Hand geht, Leute. Ist ja ein Traum. Wollen Sie nur eins? Klar. Bitteschön. Lassen Sie es sich schmecken. Tisch nochmal abwaschen. Nein, Müll liegt auch keiner rum. Ich habe voll die sauberen Gäste und das ist eigentlich so ziemlich nice. Alright. Aber einen fahren lassen. Ins Glas wahrscheinlich. Sah das Glas aber schlimm gerade aus, hä? Warum stinken die Gläser so? Was ist da so krass dran? Ich glaube, wir haben jeden Kunden jetzt ordentlich bedient. Jeder hatte gute Laune. Cool auch, dass die Gläser mal leerer werden, ne? Also, da wurde richtig mitgedacht. Finde ich gut. Wird schön, Junge. Lass es dir schmecken. Ich wollte gerade sagen, der Tisch ist auch frei, aber ist ja der einzige Tisch. Ja. Bitteschön. Bitteschön, Jung. Oh, nur 2,2, 2,6 Liter, Leute. Viel Bier haben wir nicht mehr. Warum kommt bei uns ein Pferdegesicht, also ein Pferdekopf und trinkt Bier? Ich stell nochmal einen Krug hin, falls jetzt noch einer kommt. Schon wieder eine 5,5 Bewertung, sehr gut. Ich lach schlapp hier, das ist... Ich weiß auch nicht, was das soll. Also, what's up? Da war der Kopf weg. So, ihr zwei. Ich wünsche euch was, ne? Schönen Tag. Boah, ich bin Profikellner, habt ihr gesehen? Ich habe direkt abgewaschen. Ach komm, machen wir die Gläser. Lol. Machen wir die Gläser direkt richtig weg. Ich glaube, jetzt kommt auch keiner mehr um die Uhrzeit.
Und ich habe mich getäuscht. Na, 1,5 Liter habe ich noch. Ein bisschen könnte er noch Spaß haben, aber viel kann ich nicht mehr. Aktuell haben wir noch zwei Gäste in der Kneipe. Die unterhalten sich noch schön. Die haben noch jeder ein Bier getrunken. Das finde ich wichtig. Dann können wir uns darum kümmern, dass wir vielleicht etwas Süßes herstellen. Aber ich weiß nicht, wie ich etwas süß bekomme. Ananas ist ja süß-sauer. Schokonote. Schoko wäre ja Vanille. Vanille ist süß. Beere ist ja eher bärige Noten, ne? Aber eine Vanille ist ja was Süßes, oder? Zack, kaufen wir mal. Würde ich jetzt sagen. Kommt immer gut an. Wir nehmen nochmal Hefeextrakt. Wir nehmen nochmal normale Hefe. Dann hätte ich gerne Barhocker, damit die direkt vor meiner Nase sitzen. Ist einfacher, das Bier zu verteilen. 4 Barhocker. Sehr gut. Ist schon angekommen. Geht wahrscheinlich erst, wenn Vanille. Also wenn man es braucht. Also nicht braucht, sondern wenn man es benutzen kann. Ah, sehr gut. Hoher quadratischer Tisch haben wir freigeschaltet und 10 weitere Artikel. 4,9 Bewertungen. Alle Gäste bedient. Gesamtausgaben 95 Dollar, Gesamteinkommen 114 Dollar. Hat natürlich was gedauert alles. Sehr gut. So, dann können wir wieder abräumen, gemütlich. Haben wir gut gemacht. Also diese Runde war meiner Meinung nach ziemlich erfolgreich. So. Nein. Bleibst du da oben. So. Gut, schauen wir uns einmal um, ob wir irgendwo was wischen müssen oder so. Oh. Als ob hier getanzt wurde. Nichts. Gut, dann kann ich die Barhocker wahrscheinlich jetzt hinstellen, oder? Ja, das geht. Bup. 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 Warum kann ich die denn nicht daneben setzen? Wisst ihr, wie ich das meine? Also... Der funktioniert da nicht. Ja, die kann ich aber hier nebeneinander setzen, oder? Passt das? Nein. Aber da kann ich einen hinsetzen. Dann setze ich daneben noch den anderen. So. Weil ich glaube, so sitzt man angenehmer. Ja, doch, das sieht gut aus. Und so langsam nimmt unser Ding ja hier Gestalt an, ne? Finde ich schön. So, bevor wir jetzt öffnen können, was wir nicht lange können, weil unser Fass ja fast leer ist, müssen wir erstmal, oh, ich habe schon Kühlschrank aus Versehen aufgehoben. Bleib doch bitte so stehen, wie ich dich hingestellt habe. So, mein Gott. Müssen wir erstmal wieder ein neues Bierchen kochen. 5,3 Liter. Zack, 5,3 Liter, 1,3 davon.